Heute reden wir über aufgebrauchte Hautpflegeprodukte, die es mir teilweise wirklich sehr, sehr schwer gemacht haben, überhaupt noch irgendwie vor die Tür zu gehen. Wir haben Produkte, von denen ich euch wirklich rate, die Finger zu lassen. Wir haben aber auch Produkte, die sehr, sehr gut funktioniert haben. Und ich begrüße euch zu einer neuen Runde aufgebraucht und aussortiert. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen sonnigen Tag. Ich hoffe, es ist auch sonnig, wenn dieses Video online kommt. Hi, ich habe mir überlegt, ich musste wieder ein bisschen Platz machen. Die Fluktuation an Produkten im Hause Giacomo ist recht hoch und ich bin wirklich bemüht, viele, viele Produkte aufzubrauchen. Und vor allen Dingen auch Produkte erstmal so ein bisschen zu testen. Bei meinem Testen geht es eher darum, einfach zu schauen, wie vertrage ich die Textur, wie komme ich mit dem Produkt zurecht. Nicht unbedingt Langzeitwirkungen. Das kann ich euch bei einigen Produkten sagen, die ich wirklich seit Monaten regelmäßig benutze. Aber manchmal sind auch Produkte einfach dabei, wie beispielsweise ein Hyaluronserum, wo ich euch direkt nach der fünften Anwendung sagen kann, mag ich oder mag ich nicht. Das werden wir heute auch tun. Ich habe das Ganze ein bisschen aufgeteilt, denn das war zu viel. In diesem Video wird es um Hautpflegeprodukte gehen, die wirklich schlimm und gut waren, aus allen Bereichen. Und in, ich glaube, 2 Wochen geht ein Video online, wo ich euch nur die besten Drogerie-Hautpflegeprodukte zeige. Auch da bin ich im Moment sehr bemüht, ganz, ganz viele verschiedene Sachen zu testen. Und ich habe wirklich ein paar grandiose Schätzchen gefunden. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Es kostet euch nichts. Ihr seht mich, ihr müsst mich nicht anschauen. Aber das Video in den 2 Wochen ist wirklich gut, weil da ganz, ganz tolle Schätze mit drin sind. Und da werden bestimmt auch noch in den nächsten 2 Wochen ein paar dazukommen. Denn ich probiere wirklich vieles zu testen. Genug gequatscht, wir starten auch direkt mit dem ersten Video. Mit einem Flop-Tatsache. Ihr wisst, ich liebe Mixer. Mixer hat ganz, ganz tolle Produkte, die ich überall im Haus verteilt habe. Ich habe hier die Panthenol-Creme. Ich habe in der Küche habe ich die Zika-Creme, glaube ich. Oben habe ich nochmal die Panthenol-Creme und die Share Intensive-Creme hatte ich im Bad. Die ist auch leider nicht ganz leer. Ich liebe den Duft. Und als Handcreme ist die wirklich gut und ich werde sie auch noch nicht wegschmeißen, keine Sorge. Aber als Bodylotion war das leider für mich nichts. Die ist sehr, sehr reichhaltig und ist so ein bisschen glitschig. Also die zieht ein, aber sie hinterlässt so einen sehr rutschigen Film. Und wenn wir wieder das Seesternbild malen, wenn ihr nackt im Bad steht und euch aus Versehen nur die Fußsohle eingecremt habt, ihr könnt schon 112 anrufen, weil ihr euch definitiv den kleinen Zeh brechen werdet. Die zieht nicht ein und die ist sehr, 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 sehr rutschig. Im Gesicht hat sie mir auch nicht gefallen, weil sie da viel zu... Das ist halt ganz komisch. Die hat halt wirklich so einen fettigen Film hinterlassen. Und das mag ich nicht unbedingt. Ich mag Glow, aber nicht diesen rutschigen Film. Viel, 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 viel besser gefällt mir hier die Panthenol Comfort Creme oder die Zika, glaube ich. Die ist einmal die lila und dann gab es nochmal die blaue. Die habe ich, glaube ich, auch noch eine hier. Sekunde. Die Ceramide, die ist auch sehr gut. Ich habe bestimmt 6 verschiedene Dosen, weil ich... Habe ich euch schon mal gesagt, ich habe so eine Macke. Ne? Sobald meine Hände Wasser berührt haben, muss ich mich eincremen. Keine Ahnung warum. Die Share Intensive ist mir persönlich nichts. Auch im Winter war mir das zu viel. Deswegen kommt die jetzt erstmal. Vielleicht, ich frage mal meine Mama, vielleicht mag die die. Wir haben einen Toner von Asam. Das ist aus der Vino Gold-Reihe. Das ist auch schon aus der neuen Reihe. Übrigens, kein bezahltes Video, ne? Ich habe bei manchen Firmen Codes. Habe ich aber jetzt, also das ist keine Kooperation mehr. Vino Gold ist ein Balancing Toner gewesen. Was ich nicht so gerne mag, ist den Duft von Vino Gold. Ich mag den Effekt aber ganz gerne. Der war sehr erfrischend. Also der hat sehr viel... Also ich habe mich abgeschminkt und dann habe ich diesen Toner benutzt. Und das hat so ein bisschen erfrischt und dieses Spannungsgefühl weggenommen. Ich weiß, viele lieben den Vino Gold Duft. Ich persönlich mag ihn nicht. Es gibt sogar ein Parfum davon. So beliebt ist dieser Duft. Ist nicht so meins. Aber der war wirklich gut, weil er einfach so leicht und so erfrischend war. Und es gibt manchmal Tage, das werdet ihr auch hier feststellen in den Produkten, dass ich manchmal Tage habe, wo ich selbst entscheide, wie meine Hautpflege ist. Ich habe nicht diese strikte Reihenfolge, wie ich meine Hautpflege mache. Jeden Abend, 365 Tage im Jahr das Gleiche. Sondern ich schminke mich ab. Ich komme aus der Dusche oder schminke mich ab
Und dann schaue ich mir meine Haut an und schaue, okay, was habe ich heute gemacht? War ich viel draußen? War ich viel drin? Wie sieht meine Haut aus? Ist sie ein bisschen trocken? Ist sie ein bisschen noch gerötet? Ist sie gereizt? War vielleicht doch zu viel Sonne und ich habe zu wenig Lichtschutzfaktor benutzt? Da passe ich dann meine Hautpflege an. Und wenn meine Haut sehr gereizt ist den ganzen Tag gewesen, dann nehme ich etwas beruhigendere Produkte, unter anderem dann auch dieses Phenogolding. Apropos furchtbar, das ist noch gar nicht so lange her, das ist die Diadermin Laboratories Lift and Glow Creme. War so lustig, weil ich gedacht habe, das ist ein Lichtschutzfaktor, aber war es gar nicht. Und ich hatte euch neulich erzählt, dass meine Haut auf einmal furchtbar aussah. Ich habe fast über Nacht ganz kleine Pickelchen bekommen. Also nicht so, klar, manchmal kriegt man einen Pickel und der ist dann nicht so schön, aber ich habe komplett übers Gesicht verteilt. Und ich kann euch ganz genau sagen, wo meine Pickel sonst kommen. Die kommen entweder hier, hier oder hier um die Nase. Aber sonst irgendwo nicht. Ich hatte überall so diese ganz, 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 ganz kleinen Pickel. Nicht so Unterlagerung, sondern wirklich gerötete Pickel. Und das muss von dieser Creme gekommen sein. So, als ich die abgesetzt habe, war das weg. Und ich habe es nicht verstanden, deswegen von mir keine Empfehlung. Hat mir nicht so gut gefallen. Ich mochte die Textur auch irgendwie nicht. Die sollte so ein bisschen mousig sein. Ich bin so ein Texturmensch und ich mag leichte Texturen. Das war eher so ein bisschen mousig. Es hatte aber was von abgelaufenem Magerquark. Sie riecht toll, aber sie sieht aus wie abgelaufener Magerquark, ne? Wenn er so ein bisschen körnig wird schon. Leider für mich ein hart, hart Pass. Ein Produkt, was ich mir heute definitiv nachbestellen muss, weil es einfach sehr, sehr, sehr gut ist, ist von Glow Recipe. Das ist das Watermelon Glow Ultra Fine Mist. Das ist ein sehr, sehr feiner Sprühkopf. Das ist jetzt leer. Ich hasse den Duft. Ich mag diesen extrem Wassermelonenduft nicht, aber das ist ein ganz tolles Spray. Gerade wenn ich kein Make-up trage oder auch wenn ich Make-up trage, das als Spray zwischendurch drüber, um die Haut wieder so ein bisschen mit Feuchtigkeit zu versorgen und so einen Glow zu haben, sehr gut. Auch als All-Over-Glow. Ich würde mir wünschen, dass sie das einfach rausbringt von der Formulierung halt ohne diesen Duft. Weil dann würde ich davon 100 Stück kaufen und nur noch das benutzen. Ein ganz, ganz tolles Spray. Der Sprühnebel ist fein. Das Packaging funktioniert sehr, sehr gut unterwegs. Es ist leicht, es fühlt sich aber nicht billig an. Es hat diesen richtig Plumping-Effekt. Ähnlich wie das Airbrush Flawless Spray von Charlotte Tilbury, was auch wirklich diesen Plumping, optischen Plumping-Effekt hat. Ich habe aber auch bald noch eine andere Alternative für euch. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Skincare-Spray, was man mal so zwischendrin reinsprühen kann. Jetzt ist warm, ne? Man ist draußen vielleicht und zwischendrin fühlt man sich so ein bisschen trocken. Zack, zack, zack. Ist die Haut wieder frisch. Sehr, sehr gut. Muss ich mir unbedingt nachkaufen. Ich habe so eine kleine Dupe-Reihe für euch. Ich habe das ein bisschen aussortiert jetzt, weil ich das jetzt schon sehr lange habe und nicht mehr benutzt habe. Ich weiß nicht, ob ihr Bondi Sands kennt. Das ist, die haben eigentlich Self-Tan und die haben auch eine Hautpflegereihe. Und ich muss sagen, die ist echt gut, weil die ist, ich würde schon fast sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich die zumindest gekauft habe, billig. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr günstig für das, was es ist. Es ist für mich, wenn man es vergleicht mit Drunk Elephant, dieser extremst teuren Hautpflege, das Drogerie-Dupe dazu preislich. Und auch von den Texturen her ist es sehr, sehr ähnlich. Der Fresh & Gel Cleanser, sehr, sehr gutes Alternativprodukt. Den habe ich noch nicht aufgebraucht von Drunk Elephant. Ein Gel-Cleanser schäumt leicht auf, nimmt Make-up sehr, sehr gut runter, mochte ich gerne. Aber das stand jetzt zu lange rum und hier steht 6 Monate drauf und bei Hautpflege halte ich mich da doch schon echt dran. Bei Puder-Make-up und so, ist okay, aber bei Hautpflege weiß ich nicht, da habe ich vielleicht so einen kleinen Knacks. Die hat mir nicht so gut gefallen, die Sweet Dreams Hydrating Night Moisturizer, fand ich ehrlich gesagt langweilig und hat mir zu wenig gemacht, war einfach nur eine feuchtigkeitsspendende Hautpflege. Abends möchte ich wirklich aussehen wie ein lasierter Donut. Zwei sehr gute Produkte waren diese hier. Einmal das Thirsty Skin Hyaluronic Acid Serum, ein Hyaluronsäure-Serum. Sehr, 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 sehr gut, weil das eine ganz, vielleicht ist sogar noch ein bisschen was drin. Ja, es ist sehr, sehr gelig. Also das ist nicht ansatzweise so eine flüssige Konsistenz wie ein typisches Serum, sondern wirklich schon fast wie Wackelpudding. Sehr, sehr dick, super gut, hat keinen schmierigen Film hinterlassen, ist sehr schön gleichmäßig eingezogen und die Haut sah danach auch wirklich schön prall aus. Was ich danach gemacht habe, mache ich immer als allerletztes ein Gesichtsöl, habe ich dann auch das Wonder Potion benutzt. Also ich probiere dann schon wirklich eine Reihe durchzunehmen, ne? Wenn ich was teste und ich die komplette Reihe habe, benutze ich auch die komplette Reihe. Habe hier dieses Wonder Potion All-in-One Hero Oil mit Sea Buckethorn Oil. War okay, war eine leichte ölige Konsistenz. Ich habe mir das dann auch immer so ein bisschen in die Haare gemacht. Fand ich gut. Ich benutze Öle fürs Gesicht meistens nicht unbedingt dafür, um dann noch einen Effekt zu haben, sondern wirklich um diese Okklusion zu haben, dass das alles drin bleibt.
aber immer als letzten Schritt. Ich habe einen Fail, auch noch halb voll, von Ondo. Das ist ein Korean Skincare Produkt. Ich liebe koreanische, asiatisch, generell asiatische Hautpflege, weil sie sehr spannende Formulierungen haben und auch spannende Ansätze für Produkte haben. Das ist ein Niacinamide and Green Tea Eye Serum von SS Udam oder Ondo, ich weiß es nicht. Habe ich bei Yesdai, glaube ich, gekauft. Es zieht nicht ein. Auch das ist wie so ein Hyaluronsäure-Serum, sehr dickflüssig, hat einen schönen reflektierenden Look, aber es zieht einfach nicht ein. Und das mag ich nicht. Also ich will schon, dass es einzieht, weil ich habe bei den Augen immer so ein bisschen das Problem, dass es dann in diese Fältchen reinrutscht, in die Augen, und dann brennt es. Und wenn das, also es zieht nicht weg. Am nächsten Tag hast du immer noch diesen schmierigen Film. Das mag ich absolut gar nicht. Was ich aber sehr, sehr gerne mochte, ist das Mysani Glow Drops Vitamin C. Sehr, sehr gutes Produkt. Das war verkapseltes Vitamin C. Vielleicht sieht man es noch. Ah, ganz leicht. Das Vitamin C war in Kapseln, war so ein bisschen geschützt und du hast es selbst auf der Haut aktiviert. Mochte ich tatsächlich sehr gerne. Mir ist es ehrlich gesagt für so eine Nachbestellung immer ein bisschen zu kompliziert. Deswegen lasse ich das. Ich habe viele, viele tolle Vitamin C-Serien, generell Hautpflegeprodukte aus der Drogerie gefunden, die mir einfach grandios gefallen. Wir haben wieder ein gutes Produkt, was ich definitiv auch wieder nachkaufen werde, von Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, muss ich sagen, beim Make-up tolle Sachen. Aber da gibt es mittlerweile gute Alternativen. Ihre Hautpflege, und da rede ich nicht unbedingt von aktiv wirkender Hautpflege, wo ich sage, okay, das macht, dass deine Haut schön wird, sondern das Produkt gibt dir ein Gefühl, was du gerne wieder haben möchtest. Das war der Invisible UV Flawless Poreless Primer mit Lichtschutzfaktor 50. Mochte ich sehr, sehr gerne. Ist für mich auch keine Alternative zu Lichtschutzfaktor gewesen, aber eine gute Ergänzung dazu, einfach um noch ein bisschen mehr zu haben. Schöne leichte Textur, hat sich sehr gut verteilen lassen, ist schön weggezogen, hat nicht gebrannt in den Augen und hat keinen weißen Film gehabt. Das hatte nämlich so eine leichte Färbung mit drin. Das sieht man jetzt nicht mehr. Mochte ich sehr gerne. Genauso wie das Collagen Super Fusion Facial Oil mit Potent Plant Extracts und Collagen Matrix. Das riecht so ein bisschen nach Zitronengras, so ein bisschen nach Sandelholz, nach Sauna. Ein sehr, sehr tolles Öl für eine Gesichtsmassage. Auch das benutze ich oder habe ich immer benutzt, um es abzuschließen. Hat sehr lange gehalten. Also bestimmt ein Jahr, weil du wirklich nur einen einzelnen Tropfen brauchst und das dann in deinem Gesicht verteilst. Und das ist so ein bisschen Aromatherapie auch, ne? Ich liebe Duftstoffe, weil Duftstoffe, wenn sie gut ausgewählt sind und nicht zu übertrieben sind, und es gibt ja auch natürlichere Duftstoffe. Oh Gott, cut ich raus, weil, oh Gott. Das Thema Wisser, da müssen wir einmal drüber reden. Ich habe Angst, Produkte zu zeigen, die mir gefallen, weil ich weiß, es gibt Leute, die werden es wieder zerreißen. Und wie kann er das nur als YouTuber sagen? Duftstoffe sind so schlecht, das ist so schlecht, das ist so schlecht, das ist so schlecht. Please, lass mir meine Meinung. Wenn mir ein Produkt gefällt, es ist meins. Und jeder kann das kaufen, was er will. Ich habe keine Probleme mit Duftstoffen. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn ich das Produkt mag. Und ich zahle auch gerne 5 Euro mehr für ein Produkt, weil mir das Packaging gut gefällt. Probiere einfach immer mit Respekt umzugehen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein Produkt, was mir auch gut gefallen hat, was ich aber einfach nicht mehr kaufe, weil ich es einfach nicht... Ich wusste es einfach nicht. Ist von Cosrx das Advanced Snail Mucin Power Essence. Ein grandioses Produkt. Ich muss es leider sagen. Ich kaufe es aber nicht, weil ich einfach weiß, was es ist. Das ist Schneckenschleim. Das möchte ich nicht unterstützen. Das finde ich ist nicht korrekt. Es war aber ein gutes Produkt. Ah nee, da rede ich nicht weiter drüber. Was ich aber definitiv auch sehr gut fand, war das hier. Das sieht ein bisschen komisch aus. Das ist von Fenty Beauty. Watch Your Tone. Das ist das Niacinamid-Serum gewesen. Ich fand, das hat sich sehr, sehr schnell aufbrauchen lassen. Die Verpackung war sehr cool. Das ist nämlich nur der Refill, den man dann in die andere Verpackung machen kann. Du hast oben einfach aufgedrückt und es kam die perfekte Menge raus für dein Gesicht. Fand ich sehr gut. Das hätte ich gerne in groß als Lichtschutzfaktor, weil ich glaube, dass das vielen helfen könnte, die richtige Portionierung für ihr Gesicht zu finden. Zumindest grob. Na klar, manche haben größeres Gesicht, manche haben kleineres Gesicht. Aber so eine grobe Einschätzung. Mochte ich sehr gerne. Ist schön weggezogen. Ich mag die Fenty Skin Produkte
wirklich gern. Maske, die ich hier habe, einmal von MZ Skin. Ich glaube, die war in der Look Fantastic Beauty Egg Box mit dabei. Mochte ich gerne. Und eine meiner liebsten Masken im Winter habe ich sie zumindest sehr häufig benutzt, ist von Yepoda die The Rescue Moment. Die hat so ein bisschen AHA, PHA und Algenkomplex. Sie hat einfach so einen Peeling-Effekt gehabt. Danach brauchst du wirklich viel Pflege. Ne? Die macht was mit der Haut. Das ist eine aktive Maske. Sehr, sehr gut. Genauso wie das nächste Produkt. Und ich habe schon viele Peelings benutzt. Ich bin ja kein Fan im Gesicht von mechanischen Peelings. Ich benutze immer nur chemische Peelings und das ist das Beste meiner Meinung nach. Es ist exorbitant teuer. Ich glaube, das kostet 70 oder 80 Euro. Das ist echt heavy, aber es ist das Beste für mich. Aber du musst vorsichtig sein. TLC Zucari von Drunk Elephant. Das ist mit Chickpea Flour, Kichererbsenmehl. 25% AHA, 2% BHA, das zimmert dir dein gesamtes Gesicht weg. Wirklich. Aber wenn du das abgemacht hast und danach deine Pflege gemacht hast und dann mit Öl abgeschlossen hast, das macht die schönste, glatteste Haut und reinste Haut, die ich hatte. Was ich ein bisschen schade fand, es war leider nicht leer. Wir sind umgezogen, ich habe es dann nicht gemacht, dann war Sommer. Im Sommer benutze ich das nicht. Wenn das steht, irgendwas kristallisiert da drin und dann kommt das raus und dann kommt wie so Glassplitter raus. Dann kannst du es nicht mehr benutzen. Ich glaube, sie haben das jetzt auch in kleiner rausgebracht. Das würde mir dann reichen. Hier sind 50 Milliliter drin. Du brauchst nur die kleinste Menge. Wirklich, du musst gewöhnt sein an Produkte, die was mit deiner Haut machen. Es zimmert dir dein Gesicht weg. Aber es ist grandios. Ein Produkt, was ich dann im Anschluss benutze, das ist auch wieder so ein Produkt, ich muss mal ein bisschen Gas geben hier, wir sind schon bei 20 Minuten, was ich benutze, wenn meine Haut einfach gereizt ist und ich nichts haben möchte und dann achte ich auch darauf, ne? Dann achte ich, dass da nichts drin ist, was potenziell noch mehr reizen kann, wie dann beispielsweise ein Duftstoff. Aber ich bin ein erwachsener Mensch, ich kann ja selber sehen, was meine Haut braucht. Die Polypeptid-Creme von Drunk Elephant, in der Reisegröße hatte ich mir die gekauft. Komplett leer, tolle Creme, zieht schnell ein, macht nichts Großes, Dramatisches, würde ich immer wieder benutzen. Einer der besten Sonnenschutze, die ich bis dieses Jahr kannte, war die Essence Sun Milk von Misa. Lichtschutzfaktor 50+, PA++++, also ein recht starker Sonnenschutz, Korean Skincare Brand, toller Sonnenschutz, hat sogar ein bisschen mattiert gehabt, also es war kein öliger Schutz, hat ein sehr schönes Finish auf der Haut gehabt, hat gut unter Make-up funktioniert und ich habe ihn meiner Oma gekauft und meine Oma bestellt ihn sich immer bei mir wieder nach. Sie liebt ihn über alles, ganz, ganz tolles Produkt. Ich habe mittlerweile aber bessere gefunden, an die ich schneller und einfacher komme, deswegen darf das immer weg. Was ich schon nachgekauft habe, ist das hier. Das ist die Resveratrol Augencreme von Asam. Liebe ich. Eine der besten Augenpflegen, die ich kenne, weil sie so einen leichten Schimmer hat. Aber, das haben viele, aber das ist kein Schimmer, der komisch ist, sondern ein ganz zarter Hauch. Und am nächsten Tag ist die Haut schön prall unter den Augen und hat so einen leichten Glow und du siehst gleich viel wacher aus. Dieses Ding hier, 15 Milliliter, habe ich vor 2 Jahren schon, mehr als 2 Jahren, auf der AIDA gehabt, weil das, ich habe vor der AIDA waren die Adventskalender, da war das glaube ich drin, das hat bis vor 2 Wochen gehalten. Ich habe jetzt sogar schon mir das Produkt nachgekauft und war schock. Ich dachte, das kommt wieder so eine Tube. Nee, das ist so ein Tiegel. Da sind 50 Milliliter drin, da kann ich wahrscheinlich bis 73 Augencreme benutzen. Tolle Augenpflege von Asa. Ein Produkt, was ich okay fand, ist von Elf, auch schon sehr, 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 sehr alt, die Cantella-Maske. Roch sehr gut, war aber auch nichts Besonderes, bin ich ehrlich. Ne? Bei Masken will ich schon danach einen Effekt haben, meistens. Dann nehme ich halt so eine AHA-PHA-Maske, die wirklich die Haut strippt und dann Pflege rübergeben kann. Oder eine beruhigende Maske. Das war eigentlich nur so eine feuchtigkeitsspendende Maske. Und dafür ist es mir ehrlich gesagt Geldverschwendung. Das schlimmste Produkt, das aller... Nee, warte mal. Ich nehme alles zurück, was ich über das hier gesagt habe. Da mochte ich wirklich nur die Textur nicht. Das habe ich dann irgendwann abgesetzt. Das war das hier. Hawaiian Tropic Mineral Sunscreen. Das Ding hat 25 Euro gekostet. Ich habe es 3-mal benutzt und ich habe es weggeworfen. Durch den Raum. Ich habe mich so drüber aufgeregt. Hawaiian Tropic mag ich gerne. Für den Körper vor allen Dingen. Das ist ein Lichtschutzfaktor, ein mineralischer Lichtschutzfaktor. Es ist klar, dass der ein bisschen weiß hält. Aber was dieses Ding macht, du siehst aus wie ein Schneemann. Es zieht nicht ein, es bleibt so und du kriegst es nicht verteilt. Also entweder du musst Hautfarbe Mehlschwitze haben oder, weiß ich nicht, ganz, ganz schrecklicher Sonnenschutz. Der ist genau das, was ich nicht mehr will. Dieses Rutschige, er zieht nicht ein, er weißelt
Und du kriegst die Pickel deines Todes. Die Augen tränen. Es war wirklich unangenehm, den zu tragen. Manchmal hat man so ein Hautgefühl, ne? Ein ganz furchtbares Hautgefühl. Und zu guter Letzt noch zwei weitere Produkte. Einmal von Sunday Riley. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich das her hatte. Das war eine Augencreme. Eine Retinol-Niacinamid-Augencreme. Ich habe die den ersten Tag benutzt. Am ersten Tag fand ich die gut. Am zweiten Tag dachte ich mir, ich kann meine Augen wegschmeißen. Die hat mir die komplette Haut unter den Augen verbrannt. Die war so hochprozentig unter den Augen. Und klar, bei Augencremes ist man ja dann auch, da nimmst du ja nicht nur so einen kleinen Mini-Tropfen, ne, sondern nimmst du ein bisschen mehr und verteilst es dann. Hat mir die Haut für bestimmt eine Woche unter den Augen kaputt gemacht. Leider totaler Flop. Genauso wie Zenova Suncare. Ein Lippenpflege-Sonnenschutzstift habe ich bei Action gekauft. Wichtig, die Lippen auch mit Lichtschutzfaktor zu tragen, aber das ist ein ganz ekliger Geschmack gewesen. Also das schmeckt einfach nur chemisch, hat gar keinen Spaß gemacht, habe ich 5-mal benutzt, auch weg. Das waren meine Hautpflegeprodukte, die ich aufgebraucht habe, mit ziemlich vielen Flops und ziemlich vielen guten Produkten. Ich bin sehr gespannt, welche Produkte ihr für euch an Hautpflege neu entdeckt habt, wo ihr sagt, das ist toll, das kauft ihr immer wieder gerne, schreibt es mir gerne rein, abonniert unbedingt den Kanal, damit ihr das hier nicht verpasst. Die Drogerie-Version. Ich bedanke mich, wünsche euch den schönsten Tag und den schönsten Abend. Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.